Sie schwebt über den verspiegelten Catwalk. Alena Gerber eröffnet die Modenschau der Highlights und wichtigsten Trends. Silber ist groß, kräftige Farben, hohe Sohlen, alles nur nicht flache Ballerinas. Model Alena Gerber zeigt natürlich High Heels. Super schick für den Abend mit besonderem Oberflächenmaterial. Hochwertig mag sie auch privat, zumindest bei Schuhen. Für sie das Wichtigste am Outfit. Mit den Schuhen beginnt das Outfit und es hört für mich auch auf. Also ich bin tatsächlich recht easy bei Klamotten. Ich bin da gar nicht mal so arg auf Designer. Also ich bediene mich ganz gerne wirklich bei den günstigen großen Ketten und kombiniere dann immer ein schönes Teil, was aber echt wichtig sind für mich Schuhe. Bei Schuhen achte ich auf Qualität, habe auch ziemlich viele im Schrank und habe auch keinen Taschentick und keine besonderes Faible irgendwie für Jeans. Das sind auf jeden Fall Schuhe bei mir. Aber nicht alle Schuhe, die bei der GDS gezeigt werden, schaffen es auch auf den Laufsteg. Dafür gibt es an 3 Tagen Messe nicht genug Zeit und nicht genug Models. Denn 740 Aussteller haben hunderttausende Schuhe mit nach Düsseldorf gebracht. Und eine unglaubliche Trendwende. Denn unauffällig und zu elegant ist out. Auffallen und Glamour ist in. Ich sehe überall weiße Sneaker und ich denke, wir brauchen einfach ein Kontrastprogramm in der Saison Frühjahr-Sommer 2017. Deshalb freue ich mich auch über Farbe. Es gibt dankenswerterweise gute neue Themen. Ich denke zum Beispiel an Pantoletten, an Sabot und Babouche-Typen. Das ist für mich ein sehr feminines Thema und es passt auch sehr gut zu den neuen Hosenformen. Der falsche Schuh ruiniert das beste Outfit und die Mode ändert sich gerade radikal. Da kann man schon mal zum unfreiwilligen Fashion-Victim werden. Besser, man bleibt sich selber treu, wie Alena Gerber. Ich liebe High Heels, aber dann bin ich tatsächlich trotzdem auch recht leger gekleidet. Ich mag dann trotzdem Jeans und vielleicht ein schönes Top und dann einfach High Heels dazu. Und manchmal auch ein Kleidchen. Natürlich können Fashion-Fans auch ganz genau hinschauen, was sich ändert. Ausreichend Hinweise gibt's auf dem Schuh-Event des Jahres, der GDS in Düsseldorf.